Scheiße, der war denk mal, wie bist du willkommen, Tag 3 Istanbul. Ich bin eine Leiche, Digga, wir laufen jetzt gerade zum Fajr-Gebet in der Hagia Sophia. Wir versuchen vielleicht jeden Tag hinzugehen, wenn wir die Kraft haben. Ist ja nicht weit weg und ich denke mal, es ist ein krasser Vibe. Ich bin müde, Digga. Ja, bis gleich. Ich kann euch vorstellen, Leute, wir haben gerade Fajr gebetet und kriegen wir irgendwie da hinten so Suppe, Wasser. Wallah, dieses Wasser hätte ich hab's auseinandergenommen. Jedenfalls, wir haben gerade Fajr gebetet. Wallah, wir sind schon seit 2,5 Stunden wach, weil die haben Fajr erst eine Stunde später gebetet. Wallah, ich bin müde. Wegen nicht Ehre noch schlafen auf jeden Fall. So, wie wisst. Tag 2 von Istanbul, Digga. Wir haben lange geschlafen, Wallah. Das war, wir haben uns jetzt einen McSunday geholt. Wir gehen jetzt zum Topkapı Museum. Das ist ein islamisches Museum, wo wohl Barthaare von Fetman sind und andere Sachen. Ich bin gespannt, wie es da ist. Ich werde euch eh mitnehmen. Und dann gehen wir zum anderen Museum. Das ist auch so ein islamisches Museum, dies, das. Wir gehen heute so, also so eine Erkundungstour. Und dann gehen wir später zu Fatih Jam, inshallah. Wir sind jetzt im Topkapı Saray. Gebt euch mal an. Das ist so ein richtiges Museum von den ganzen Osmanen, Sultanen. Leute, wir werden jetzt in der Moschee da beten. Wir haben einfach pakistanische Brüder aus London, die in Türkei leben, getroffen. Wir haben einfach den gebetet, Digga. Einfach so. Oder so Ehre, Männer, ne? Habibi für Caesars, I love you. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe jetzt hier so ein Teil. Das kriegt man im Ticket dazu. Dann stehen da irgendwelche irgendwo Nummern. Also läuft irgendwo hin, da steht da zum Beispiel Nummer 203. Und dann gibt ihr das ein und dann kommt daraus deutsche Sprache. Er erklärt das alles so, was hier ist, mäßig. Hier hinten ist, by the way, die Schlange, wo wir gerade nicht gewartet haben, aber die Schlange gehört dahin, wo wir gerade hin waren. Da war einfach, wie war das, die Nepas? Besondere Relikte. Halt besondere Relikte, besondere Stücke, die von den ganzen Sultanen halt extra aufbewahrt wurde. Und daraus Schwerter, jetzt Kleidung. Schwerter, Kleidung. Der Barthaar vom Prätmann. Ich wollte das gerne aufnehmen, aber man durfte es leider nicht. Hat auch ein bisschen was mit Respekt zu tun natürlich. Aber Leute, ich sag's euch nur eins, wenn ihr in Istanbul seid, besucht das, weil die waren, Salam, sein Stab war von Salam, sein Schwert, von Ali, von Othman, von so vielen Leuten. Eingangs das einfach. Ja, Leute, ich sag euch nur eins, kommt hier hin. Ihr bereut es auf jeden Fall nicht. Auch wenn ihr ein bisschen warten müsst, wartet dann halt 10, 15 Minuten, Alter, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, Digga, ja. Wir sind raus aus dem Museum. Wirklich, ihr müsst da hin, Digga. Aus dem Museum. Aus dem Museum. Was hab ich gesagt? Aus dem Museum. Aus dem Museum? Mach Stopp, guck dir das an. Ich guck kurz ab, ob es richtig ist. Warte. So, ich hatte recht. Hier hat sie ganz gerade so Simit mit so einem Teller drin. Walla brutal. Wir gehen aber gleich die Fatih Jami besuchen. Bro, du hast in jeder Ecke eine kranke Jami. MashaAllah. Warte, kurz Video machen. Warte. Wallah, ich kurz Video machen jetzt, dann stehe ich auch, Wallah. Musst du gucken. So, Leute, wir sind gerade im Hotel, haben uns abgekühlt. Jedenfalls, wir sind gerade im Hotel, wir haben uns abgekühlt, wir haben uns jetzt ready. Gleich ist Auszeit, aber wir haben schon, weil wir auf Reisen sind, gebetet. Du hast geduscht hier. Warum? Ich hab das gemacht, Junge. Bis gleich. Wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht, wie es zur Fahrt der Moschee, aber wir haben uns entschieden, zu Fuß zu gehen. Wallah, nicht bereut. Hier ist eine Moschee auf dem Weg gewesen, gebt euch das mal. Gebt euch mal, Leute, bitte.
Wir werden gleich die Moschee auf jeden Fall betreten, ist mir so egal. Leute, wir sind jetzt zur Moschee gelaufen. Auf dem Weg gab es mehrere Moscheen. Wir sind aber richtig random jetzt auf dem Platz getroffen, Leute. Hier ist so ein Staatsgebäude. Und hier gibt es eine Stelle, als vor 6 Jahren dieser Putschversuch war in der Türkei. Gab es halt einige Männer, die Abschied genommen haben, bevor die Soldaten angegriffen haben, die diesen Putschversuch halt gewagt haben. Um ihr Land zu verteidigen natürlich, ne? Und gebt euch mal. Die haben einfach daraus ein kleines Ding da gemacht. Ich sage erstmal, das sind echte Menschen, aber gebt euch mal dieses krass, Wunder. Halbe Stunde laufen. Kaputt, Fuß tot, gebt euch. Oder wir gehen gleich auf jeden Fall rein. So. Ja, nee. Allah, unbeschreiblich. Unbeschreiblich, Leute. Der Istanbul erobert hat, Digga. Der prophezeit wurde von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat hier gebetet gehabt. Das ist krass. So, Habibis, wie die andere Moschee, die wir jetzt vorhin besucht haben, ist hier auch so eine Art Vorhof. Wallah, einfach ein Traum. Wallah, viel Geschichte hinter steckt, aber auch einfach, wie schön das hier ist. Wir gehen jetzt zu KFC. Ja, erste Kleinigkeit, dann gehen wir zu Jame. Chillen dann ein bisschen. Gehen wir wieder zurück zu unserem Gebiet, wo wir da halt da sind. Lassen den Abend dann ausklingen. Ja, Leute, und dann beginnt morgen ein neuer Tag. Dann gehen wir morgen gerade zu Galatasaray. So, wie ist die? Wir finden uns gerade in KFC. Bro, alles halal. Alles halal. Wir haben dafür voll wenig bezahlt eigentlich, ne? Wir haben 15 Euro jetzt für das alles bezahlt. Das ist eigentlich recht billig, finde ich, ja. Egal, ich esse jetzt Habibis, dann gehen wir auch direkt zur Moschee. Deswegen bis gleich. Wir wollten eigentlich schon nach KFC, Leute. Wir sind jetzt in so einem Modok, keine Ahnung. Wir sind jetzt einfach im Einkaufszentrum. Sieht auf jeden Fall teuer und krass aus. Was ist Oberhausen Zentrum, oder? Wir waren jetzt gerade shoppen, Digga. Ich habe jetzt hier 12 Liter Wasser drin, aber so kaum, wie das ist. Bro, wir haben viele Sachen geholt. Wir haben jetzt halt 3-4 Euro. Wir haben Katzenfutter geholt, damit wir den kleinen Katzen gleich was zum Snacken geben. Wird das schwer, Digga. Ich muss bergauf laufen mit 12 Liter gefühlt. Wir müssen gleich zurücklaufen. Ich hab's vergessen, dass wir zurücklaufen müssen, ne? Tot. Wir gehen jetzt beten. So, Leute, Gebet fertig. Ich bin ehrlich, ich hab das Gebet hier, Digga, irgendwie viel mehr gefühlt als in Hagia Sophia. Aber liegt gleich auch noch eine Geschichte hier von der Moschee. Oh mein Gott, oder gib dir, ja. Soll ich das hier auf den Boden legen? Leg dir das daneben einfach. Nimmt der einfach raus, oder? Nein, das ist schon. Das ist ein Stück einfach? So ein Gelob. Ah, viel draußen. So, Babys hat mir hier ein Eis gegönnt. Preise wie in Deutschland, Digga. Galata Dondurma, oder ist übel schön, Allah. Hier ist diese Kapalitzschwarze, diese große Bazar. Wir sind mit Zeit angekommen, wir haben gerade Zimmerservice angerufen, weil wir kein Toilettenpapier hatten. Wallah, der kam nur hoch, damit er uns Toilettenpapier gibt. Keine Sorge, ich mach mein mit Wasser sauber so, aber ne, für den Fall der Fälle, man weiß ja nie. Jedenfalls, wir haben jetzt gerade 23 Uhr fast, wir gucken jetzt gleich nach einem Kaffee. Falls mein Kollege Bock hat, hast du Bock? Ja. Ja? Richtig gezwungen. Ich empfehle euch noch, wenn ihr hier in Istanbul seid, ne, je nachdem wie viele Personen ihr habt, geben die euch eine Flasche. Die haben uns 2 Flaschen pro Tag gegeben. Wir haben jetzt eingekauft, Leute, und es gibt einen kleinen Kühlschrank, Digga. Ihr denkt, der ist nicht kalt, aber gebt euch mal. Senin Bakir, was heißt kalt auf Türkisch? Soğuk. Soğuk? Soğuk. Soğuk. Nein, also da kommt dieses G mit dem Zeichen. Soğuk. 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 Tamam.
Kühlschrank war, Baki und Bock. Was heißt warm auf Türkisch? Sıcak. Bakıyorum sıcak. Orada. Glaubt mir Leute, wenn das einen Tag drin ist, das wird wieder çok. Also soğuk. Wasser ist eingeräumt. Wir gehen jetzt zu einem Café. Trinken eine Kleinigkeit, schön reden, Vibes genießen. Morgen geht's weiter, inshallah. Zu Fajr Gebet, inshallah, wenn wir aufstehen, Digga. Wenn ich direkt aus dem Bett aufwache und draußen hell ist, dann wisst ihr, ich bin nicht aufgewacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonnieren, liken, teilen. Und hast du was zu sagen, Stefan? Stefan grüßt euch. Alle zurückgrüßen in den Kommentaren. Ja, assalamu alaikum. Bis morgen. Wie gesagt, bis morgen. Das Video braucht bestimmt eine Woche, bis es rauskommt.